Aber irgendwie habe ich da ein bisschen Angst bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, hört auf bitte. Hört bitte auf. Tut mir das nicht an. Nein. Hallo liebe Freunde und wir machen weiter mit A Song of Horror. Ich habe jetzt schon sehr Angst und ich tue mir wirklich sehr, sehr schwer. Obwohl ich Horrorspiele liebe, aber trotzdem habe ich immer so fürchterliche Angst. Auf jeden Fall, naja, nun gut. Wir fangen da natürlich, wo wir aufgehört haben. Und zwar in der letzten Part haben wir schon mal die Sicherungen hier gefunden. Das war die ganze Zeit halt bei uns, nur wir wussten halt nicht, wie wir diese eine Kiste öffnen. Das habe ich aber geschafft. Und jetzt müssen wir einmal unten ins Keller, um und versuchen, den Strom wieder herzubekommen. Das wäre natürlich sehr gut. So. Und beim Bearbeiten der zweiten Video ist mir aufgefallen, wir haben hier noch so ein Rätsel mit dem Safe. Oh mein Gott, was war das? Okay. Oh Gott, okay. Und ja, da habe ich gesehen, dass wir ein Bild gefunden hatten in der Küche von dem Sohn von Hascha. Ich glaube, Keller musste hier sein. Ich glaube, ich muss hier rein, aber immer schön lauschen. Und ja, und wenn man das Bild umgedreht hat, hat man den Alter, also da stand 7. Ich denke mal, das ist der Alter von dem Sohn. So, bin ich jetzt richtig? War nochmal Keller hier? War das der Keller? Ja. Ja. Und also den zweiten Ziffer haben wir schon mal. Das ist 7. Dann habe ich die erste Folge geguckt. Da wurde uns ja die Adresse von der Villa hier gesagt. Und das ist die 4. Also 4 und 7 haben wir schon mal. Und jetzt müssen wir noch diese eine Jahresdatum finden. Von einer Gemälde. Ich habe 2 im Kopf. Also die beiden werden wir auf jeden Fall mal gleich austesten, ob wir das hinbekommen. Aber zuerst machen wir da mal das mit den Sicherungen. So, hier ist es ja auch schon. Okay, das wird doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Also so einfach reinsetzen, denke ich nicht, dass das funktionieren wird, oder? Wir versuchen es jetzt einmal. Ich mache jetzt einfach mal so alles rein. Wer kann mir verübeln bei diesem Chaos? Okay. Also müssen wir da ein bisschen unsere Gehirnzellen anstrengen. Oh Gott. Also wir haben einmal 10. Ich muss immer laut denken. Das ist so, wenn ich laut denke und dabei spreche, kann ich das viel besser, als wenn nicht. So, 15, 20, 25. So, wir haben 2-mal hohe Zahlen und 2-mal niedrige Zahlen, die jeweils 5 Unterschiede haben. Und beide davon sind grün und die beiden, ist das gelb? Okay, oh Gott. Der ist grün. Kabel verfolgen. Grün. Würde ich sagen, eher das. Aber da gibt es kein anderes Kabel, was auch noch grün. Das ist Gelbkabel. Aber was mache ich jetzt mit den beiden? Die haben auch kein Blau oder Rot. Also, okay, warte, ich habe ja gesagt, die beiden gehören zusammen. Vielleicht so, so schräg. Die beiden gehören zusammen unten. Ich glaube, ich habe nicht die richtige eingesetzt. Okay. Ich glaube, das ist eher gelb, oder? Gelb. Und ich habe gesagt, dass die zusammengehören. 25 und 20. So schräg. Entweder schräg oder so runter. Obwohl, das ist grün. So. Dann machen wir... 10 ist auch gelb. 15 grün. Ah. Okay. Aber viel Möglichkeit gibt es da halt nicht. Irgendwie muss das klappen. Ich nehme jetzt... Warte, das ist auf jeden Fall gelb. Die beiden gehören zusammen, habe ich gesagt. Einmal nach oben. Vielleicht grün-grün und gelb-gelb. Oder andersrum. Gelb-grün und grün-gelb. Hm.
Ich mach. Ja, ich weiß es nicht. Ich mach mal grün, grün und gelb, gelb. Ich muss versuchen, den Sturm wieder einzuschalten. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Okay, so schwer war das doch nicht. Und? Verdammt, das hat nicht geklappt. Irgendwie muss ein loser Kontakt sein. Och nö. Das haben wir jetzt alles umsonst gemacht, oder was? Naja, nun gut. Oh mein Gott, was war das? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das eben gesehen? Hier drin war etwas. Da kam eine Hand raus. Okay, Coco, das ist nur ein Spiel. Du brauchst keine Angst zu haben. Sollen wir mal versuchen, das mit dem Safe? Also wie gesagt, das erste Video habe ich nachgeschaut. Was ist das? Wieso ist da ein Herzschlag zu hören? So, 4 war der Hausnummer vom Villa. Dann der Sohn war 7 Jahre alt und dann hatten wir 2 Jahresdatum. Einmal war das 34. Bitte, es muss klappen. Überprüfen. Nein. Okay, dann hatten wir noch 98. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Ich glaub's nicht. Okay. Grüne Stoffpuppe. Eine Stoffpuppe mit Brille und 2 Zöpfen. Betrachten. Sie scheint sich fast auf etwas in der Ferne zu konzentrieren. Ah ja, okay. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen können, aber nun gut. So, was machen wir jetzt? Oh Gott. Okay, beruhig dich. Wir haben ja noch die eine Fernbedienung für die Garage. Oh nein, ich habe jetzt nicht gelauscht. Oh, zum Glück ist da nichts passiert. Okay, was haben wir jetzt vor? Ich überlege gerade. Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder. Oder Moment. Ja, wir gehen erstmal wieder nach oben, weil da waren Türen, wo ich noch nicht war. So, wir müssen hier einmal hier wieder raus. Wieso kann ich nicht lauschen? Okay. So. Wir gehen einmal nach oben, weil wie gesagt, da waren noch Türen, wo wir noch nicht drin waren. Ich wollte direkt da meine Aufgabe machen. So, hier ist eine Tür. Okay, da scheint nichts zu sein. Okay, aber wir haben einen Schlüssel. Perfekt. Nochmal lauschen. Okay. Ich höre nichts. Was ist das? Oh nein. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich hier verschwinden muss? Okay. Schnell hier weg. Hier kontrollieren alles. Oh Gott. Okay, Strom wieder. Okay, ich muss hier weg. Lauschen. Können wir lauschen hier? Nein, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Das sieht nicht gut aus. Uff. Okay, Coco. Was ist das? Lauschen. Man hört nichts. Okay, was haben wir hier? Ein schmutziges Geschirrtuch. Es ist völlig trocken, aber ich wette, man kann damit sehr gut Flüssigkeiten aufsaugen. Das brauchen wir bestimmt für die Küche. Okay. Okay, was anderes gibt es hier nicht. Kann ich das nicht aufmachen? Nein, anscheinend nicht, oder? Nein. Was ist das? Oh Gott, oh Gott. Hört sich auch ruhig an. Ich kann sie nicht. Sie klemmt, ich kann sie nicht öffnen. Okay, was ist das hier für ein Ding?
Was zur Hölle ist dieser schwarzes Ding? Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ach, hier ist auch eine Tür. Okay. Nochmal. Ich habe Angst. Okay, was haben wir denn hier so Schönes? Pinsel und Farbdosen, alle ausgetrocknet. In diesem Haus muss ein Maler wohnen. Oh Gott. Warum sollte jemand Kunstwerke auf dem Boden stapeln? Das sind Antiquitäten. Gemalt im März 1883 und September 1700. Okay. Was ist da unten? Da wird mir doch was angezeigt. Eine Falltür mit Haken sieht für mich wie eine normale Dachbodenleiter aus. Okay. Es sieht so aus, als wäre da oben ein Leiter. Ja, und wie bekommen wir das da runter? Vielleicht mit der Grillzange? Mist, ich kann den Haken nicht greifen. Es ist alles möglich. Okay, wir brauchen etwas Langes, womit wir den Haken irgendwie greifen können. Ich versuche es aber, weil es ist manchmal wirklich so unlogisch. Benutzen, Schlagring. Vielleicht kann ich damit irgendwie. Wir machen es einfach mal. Nein. Vielleicht kann ich irgendetwas kombinieren. Ist das möglich? Ich weiß, es gibt keinen Sinn, aber ein Versuch ist wert. Kombinieren. Nein, okay. Nein, es geht nicht. Okay. Ich guck mal ganz kurz. Was haben wir denn jetzt? Wir wollten. Ah, wir können in die Küche rein. Ja. Hinter Balkon, Arbeitszimmer. Okay, wir könnten in die Küche. Dann mal los. Einmal in die Küche, wo war es nochmal? Genau hier. Wieso kann ich nicht lauschen? Ich kann nicht lauschen. Komisch. So, und zwar haben wir ein Tuch gefunden. Vielleicht können wir damit was machen. Benutzen. Perfekt. Oh, Coco. Fertig, schön trocken. Und jetzt? Ah, jetzt könnte ich vielleicht den Strom einschalten. Oh mein Gott. Stimmt. Okay, Moment. Hier gibt es noch. Was ist denn das hier? Seht ihr auf der Karte, da ist ein Schlüssel. Oh mein Gott, Tür ist offen. Verpiss. Oh, Coco, nein. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Coco, das ist ein Spiel. Alles ist gut. Okay. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Puh. Okay. Der Schrank ist offen. Ich werde das im Hinterkopf behalten, nur für den Fall. Oh ja. Ich hoffe, das brauchen wir überhaupt nicht. Ich komme nicht durch. Da ist so viel Krümpel im Weg. So, was ist das hier? Oh, verdammt. Was ist denn das? Das ergibt keinen Sinn. Warum würden sie den Vogel einfach sterben lassen? Was ist das? Oh, Holz. Brennholz. Ein Haufen Holzscheite. Okay, perfekt. Dieses Holz wurde von Hand geschnitten, wahrscheinlich mit einer Axt. Okay, das werde ich auf jeden Fall gebrauchen können für den Kamin. Okay, da kommen wir nicht durch. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Okay, was haben wir hier noch? Okay, wir können hier einmal uns verstecken. Küche. Soll ich wieder raus? Okay, let's go. So, was hatten wir jetzt vor? Ich müsste wieder ins Keller, um versuchen,
um zu versuchen, den Strom wieder einzuschalten. Wieso kann ich nicht lauschen, Leute? So, einmal hier hin. Also ich kann nicht lauschen, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich da was begegnen sollte, ist nicht meine Schuld. So, die Keller war hier in der Richtung. Ich kann immer noch nicht lauschen. Perfekt. Ich habe jedes Mal Angst, dass ich was begegne. So, ich glaube, das war Keller oder der hier? Nein. Nein, aber hier kommen wir auch noch hin. Wegen der Garage. Aber wir wollen das erstmal mit der, sagt ihr, mit dem Strom. Okay. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Was ist das eigentlich? Ach so. Es waren nur die Vasen. So, jetzt müsste es eigentlich klappen. Perfekt. Oh mein Gott, Coco. Let's go. Wir haben wieder Licht. Super, das sollte es leichter machen. Oh ja, ich bin jetzt ein bisschen erleichtert, muss ich sagen. So, kann ich hier rein? Dahin. So. Das hätten wir hinbekommen. Haben wir jetzt überall Licht? In der Wohnung? Oh, das ist ja perfekt. Okay, mein Feuerzeug könnte ich jetzt ausmachen. Was ist hier nochmal? Das war von der anderen Seite, glaube ich, blockiert. Okay, von der anderen Seite. So, was können wir jetzt machen? Wir könnten. Ah ja, wir könnten in die Garage. Moment, Moment. Garage. Einmal in die Garage, weil wir haben ja diese eine Fernbedienung. Okay, hier brauche ich wieder ein bisschen Feuerzeug. Na, geht doch. Das. Ah, Boiler. Wir haben jetzt wieder Strom. Okay, wie geht das? Beenden? Moment. Abschalten. Drücken Sie den linken Knopf Start, drücken Sie den mittleren, warte, abschalten, drücken Sie den linken Knopf Start, drücken Sie den mittleren Knopf, drücken Sie den rechten, mittleren Knopf, ich muss den mittleren Knopf drücken. Entleeren. Wir haben doch hier eine Fernbedienung geholt. Verdammt, das Wasser fällt direkt auf den Türmen, was? Was ist passiert? Benutzen. Verdammt, das Wasser fällt direkt auf den Türmenassismus, was? Ach so, Türmechanismus. Ich muss hier doch irgendwas bestimmt machen. Das mit dem Boiler verstehe ich jetzt nicht. Habe ich doch hinbekommen, oder nicht? Zum Starten mittleren Knopf drücken. Im Falle einer Fehlfunktion, die eine korrekte Nutzung des Boilers verhindert, können Sie eine Notabschaltung durchführen, indem Sie den blauen Knopf für 4 Sekunden gedrückt halten. Ah, okay. Drücken Sie den rechten Knopf entleeren. Okay, wollen wir mal. Eins. 2, 3,
Hier. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Okay. Wollen wir wagen und den Garagentor? Oh Gott. Okay. Was haben wir hier? Ah, damit muss ich ins auf dem Balkon wieder eine. Ich hoffe, ich habe mehr Glück damit als Harsha. Okay, perfekt. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier noch? Gut umschauen. Harsha hat eine Mappe in sein Auto gelassen. Soll ich versuchen, die Mappe zu holen? Oh Gott. Was sollen wir machen, Leute? Nein, Moment. Erstmal nicht. Weil ich weiß nicht, was im Auto auf mich wartet, ehrlich gesagt. So, was haben wir hier? Aber das werden wir noch nicht vergessen. Also die Mappe werde ich noch nicht holen, aber wir werden das erstmal nicht vergessen. Albert liebt es, wenn wir in den Hof grillen. Okay. Was haben wir hier? Ich muss ihn jetzt nicht tiefer nachgehen. Okay, immer schön alles nachschauen. Was ist das hier mit der Tür? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da was höre. Ich glaube, da ist nichts. Verschlossen ist das Eingang. Wir haben aber einen Schlüssel. Wird das funktionieren? Wo ist mein Schlüssel hin? Wo ist mein Schlüssel? Wir haben keinen Schlüssel mehr. Mein Schlüssel ist weg. Ja, super. Naja, okay. Kein Problem. Was ist das hier? Ach so, okay. So, was hatten wir jetzt vor? Wir wollten wieder hoch auf den Balkon. Okay. Jetzt müssen wir einmal wieder zurück, ganz nach oben. Okay. Also das mit dem Auto, mit der Mappe dürfen wir nicht vergessen. Aber irgendwie habe ich da ein bisschen Angst bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, hört auf bitte. Hört bitte auf. Tut mir das nicht an. Nein. 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 Etienne. Was machen wir jetzt? Oh, die Dunkelheit. Verstecken. Etwas Schreckliches nähert sich. Du musst dich verstecken, bevor es zu spät ist. Schau dich um und finde einen Ort, an dem du unentdeckt bleiben kannst. Sobald du mit einem Versteck interagiert hast, wird es auf der Karte mit dem folgenden Symbol angezeigt. Die Zeit drängt, um zu rennen. Drücke. Oh Gott, oh Gott. Oh, Gott hier. Schnell verstecken. Oh Gott. Oh nein. Bin ich tot? Okay, entspann dich, entspann dich. Die Dunkelheit, bleib ruhig. Du hast es geschafft, dich von der Dunkelheit zu verstecken. Aber das Schlimmste kommt noch. Versuch, einen Schritt voraus zu bleiben, um dich zu beruhigen. Achte auf deinen Herzschlag und drücke, wenn der weiße Rand den Mittelpunkt des Kreises erreicht. Okay, wenn dein Herz so schnell schlägt, gerätst du in Panik, aber vor allem, schau es nicht direkt an. Oh Gott, oh Gott. Okay, beruhig dich. Beruhig dich, okay? Beruhig dich. Ich kann nicht hinschauen. Ich kann nicht hinschauen. Ich kann nicht hinschauen. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Verdammt nochmal. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Okay,
Das hätten wir einmal geschafft. Schau dir dieses Puppenhaus an. Es ist fantastisch. Ah. Das muss Kinderzimmer sein. Welcher davon ist aber ein Kinderzimmer? Das müsste es sein. Okay, wir brauchen anscheinend noch mehrere Teile. Ich setze das mal hier hin. So, was ist das hier? Zweites Bild von Saul. Ein Bild von Hoshas jüngstem Kind. Saul 7. Verbergen. Okay. Bestimmt wieder ein Bild. Diese Zeichnung, was hat das arme Kind nur gesehen? Was ist das? Ich glaube nicht, dass ich jemals solches Spielzeug hatte. Okay, Leute, ich würde sagen, wir wollten ja noch auf den Balkon gehen, um da dieses Ding zu klemmen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Ihr wisst, was ich meine. Und zwar hier, Batterie klemmen. Das werden wir aber beim nächsten Part machen, weil ich kann einfach nicht mehr. Dankeschön fürs Schauen und wir machen beim nächsten Part mit sehr viel Grusel weiter. Bis dann.